dieses Bandfinales, dies ist aus Weißrussland, Jewgenia Pavlina. Und ihr größter Erfolg bislang ist ein dritter Platz bei den Weltmeisterschaften im letzten Jahr. Und jetzt raten Sie, mit welchem Gerät? Eben mit diesem Handgerät Band. Das Band ist übrigens mindestens 6 Meter lang, aus Seide, Atlas oder Kunstfaser, und der Holzstab 50 bis 60 Zentimeter lang. Großer Fehler natürlich, das Band hat sich verheddert. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Dadurch ist der ganze Übungsfluss hin. Und diese Fehler werden natürlich gnadenlos bestraft von den Kampfrichterinnen. Je nach Schwierigkeit bzw. nach Größe des Fehlers kann ein Punktabzug zwischen 0,1 und 0,5 Punkte erfolgen. Und da dies, wie Sie ja gesehen haben, ein sehr schwerwiegender Fehler war, kann man eigentlich schon fast von einem halben Punkt Abzug in der B-Note ausgeht. Ja, schade für die Jewgenia, die übrigens die zweite Weißrussin in diesem Finale ist, neben Tatjana Ogryschko. Sie ist erst sehr spät Gymnastin geworden, begann erst mit 11 Jahren, und das Band ist, was auch ihr Erfolg bei den Weltmeisterschaften bestätigte, ihr Lieblingsgerät, aber heute hier war sie erfolglos. So, und jetzt hier verheddert sich das Band gleich. Da ist es passiert, da muss sie erstmal das Band wieder ordnen. Und dadurch natürlich der ganze Übungsfluss dahin. Hat übrigens eine ganz spezielle Ernährungsvorliebe. Übrigens, schauen Sie, die B-Note, 9,3 Punkte nur, da merkt man also diesen deutlichen Abzug. 18,749 Punkte, das ist der 7. Platz. Noch etwas zu Ihrer Ernährungsvorliebe. Sie mag McDonald's, Fastfood also. Erstaunlich, dass sie sich dabei ihre Figur erhalten hat. So. Die 8 Gymnastinnen haben das Bandfinale vollendet. Das heißt,